chill deine Basics! Hä? Wann bist du schon da? Alois, haben wir Masse für unseren guten Freund! Das kann mich überraschen. So was magst du heute von mir wissen? Bist du sportlich? Sau geil, da redst du genau mit dem Richtigen! Ich bin so scheiße sportlich, in meinen Armen ruht mehr PS als in ihr Lasagne! Ja! Moment, ich hab sogar noch ein paar gute Bilder für dich, pass auf. Da wurde ich gerade zum härtesten Ficker des Jahres gewählt. Hier bin ich gerade im Urlaub. Und so habe ich ausgeschaut in meiner Bestform. Doch wie wird man so scheiße sportlich? Ganz einfach. Jede Menge zum Frühstück fressen. Und dazu natürlich Bier trinken. Zum Mittag rohe Eier. Und vielleicht ein Bier oder so. Jede Menge Liegestütze machen. Und natürlich sehr viel Schlaf, am besten ohne Bier. Scheiße! Mit der Zeit wird man dann immer stärker und fitter. Du laberst eine Scheiße! Alois! Ich schluck die Sache her! Aber zuerst isse ich mein Brot. Was ich hier gerade erzähle, ist der Überschritt, Leute. Dieses Video hier bekommt sicher nur Millionen Aufrufe, weil das ist der größte Hollywood-Shit. Ja, jetzt geht's gleich los. Ich freue mich schon so auf mein Brot. Das schlägt mir doch nicht so! Jetzt bock mir das Graffi mal weg, doch. Als Beweis, dass ich mega stark bin, stell mich jetzt mal 1000 Kilo für dich. So, auf geht's, leg mir Wurst, jetzt ist irgendwie schwer wahrscheinlich. Oh, verdammt! Ein wichtiger Anruf? Ja, du musst nur heftig. Vielleicht fragst du dich an der Stelle, was ist der Sinn dahinter? Warum soll man ausschauen wie so ein InScope 21? Gerade jetzt in unserer heutigen Zeit, wo Kraft eigentlich total überflüssig ist. Erstens, die Mädels stecken total drauf. Ziemlich sexy, oder? Ich kann nicht mal in der Nase bohren. Zweitens, du kannst die viel besser verteidigen. Was willst du dagegen machen, hä? Was willst du dagegen machen? Drittens, du bist so fit, dass du einfach keine Krankheit mehr kriegst. Nein, wir mögen keine Muskeln. Ich liebe meinen Oberst da. Scheiße. Eigentlich gold schlecht. Sepp! Was? Und in dem letzten Video stand, du hast eine Mischung zwischen Schweizerisch und Österreichisch gesprochen. Was? Und manche sagen auch, sie können deinen Dialekt überhaupt nicht verstehen. Und ich scheiße, ich darf mich sofort umbringen. Das Leben ist ein Wettrennen. Um mithalten zu können, muss man einfach fit und sportlich sein. Ach, würde ich nur einen Euro bekommen, jedes Mal, wenn du Scheiße laberst. Alois, leg die nicht mit mir um. Ich schlitz den Arsch auf, du Wichser. Rippen. Immer schön ruhig bleiben. Ich muss ehrlich zu dir sein. Ich fühle mich eigentlich auch gar nicht mehr so fit wie früher. Ich bin dauernd so schwach und müde und ich fühle mich auch so schwindelig und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Am Ende ist doch jeder irgendwo mit seinem Körper unzufrieden. Ich bin viel zu dünn. Mein Arsch ist zu fett. Ich habe kein Gehirn. Rein hypothetische Annahme. Am Ende muss man einfach so leben, wie man es selber für richtig hält. Manche leben vegan, andere leben umweltbewusst und ich trink halt mein Bier. Du trinkst Bier, was du immer noch nicht bezahlt hast. Alois, pass auf, ich hab mein Nierisch auf eBay gestellt und es sind schon 60 Cent geboten. Magst du mein Niere kaufen? Link in der Videobeschreibung. Und ihr Scheiß. Das Bier trinkst du schon noch aus, gell? Natürlich, natürlich. Danke, dass ich sie bewirten durfte. Wollt ihr euren letzten Besuch mal Revue passieren lassen? Dann klickt ihr drüben weitere Folgen. Aber mal abchecken, würde mich sehr freuen. Kennt ihr schon alle Folgen nebenbei? Bewertet dieses Lokal als positiv und gebt mir ein kleines Feedback. Wäre doch super. Ich hoffe, man sieht sich bald wieder und euch noch einen schönen Abend. Alois, du hast dieselben Klamotten wie ich. Halt dein Maul!